So, liebe Leute. Auf geht's. Das wird interessant. Ich spiele nämlich ausnahmsweise mal gegen Shaku im Jungle. Und, gegen Lee. Shaku ist top. Ein AP-Top-Shaku. Okay. Good to know. Gegen den Lee. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Ins Worden sollen. Damit war es das schon. Ach, Kinder. Ich denke, Shaku macht meinen Blue Buff, wenn der sneaky ist. Ja, hätte mal gewartet. Oh, ich sehe schon kommen, der Pull wird erbärmlich sein. War jetzt überraschend gut. Aber nicht so gut, wie er hätte sein können. Den nicht gemacht. God bless. Ich habe immer noch nicht genau die beste Jungle-Route für mich herausgefunden. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich Mittel ganken. Aber erst noch mal ein bisschen Leben regenerieren. Das ist immer lächerlich, dass die immer wieder kommen. Okay, Botlane ist gerade nicht gankable, Toplane auch nicht. Das heißt, ich kann hier wirklich in aller Ruhe meinen Jungle Creeps machen. So, gerade am Anfang ist es echt kritisch mit Eve, da einen guten Jungle Clear hinzubekommen. Na, wartet mal, ich versuche mal was anderes. Ich nehme Boots und wo ist es denn? Hier, Darkseal. Nee, wobei doch Boots brauche ich schon, ne?
Oh, come on. Weit rausgepusht. Kann ich leider gerade gar nichts machen. Wäre im Bereich des Möglichen, dass Lee gleich versucht zu counter-junglen oder den Toplaner zu invaden. Nicht zu invaden, zu ganken. Ja, der meine ich doch. Vielleicht hätte ich die Top-Wave noch reinpushen sollen. Schön, Level 6. Generell läuft das ziemlich gut. Wir gewinnen alle Lanes. Ich kann allerdings auch gerade nichts anderes machen, außer meinen Jungle farmen. Okay, Lee ist top. Sake. Richtig verkackt. Wollte nicht reingehen. Ich kann nichts machen.
Ich farm wieder. Ich habe auch 2k Gold. Viel zu viel. Das war jetzt, habe ich richtig viel Zeit verschwendet. Jetzt kommt Passive nochmal hier, zack. For fuck's sake, wie hat er das denn gemacht? Mich fast gekillt, der Penner. Wie gesagt, ich bin ziemlich hinterher. Ich hätte einkaufen sollen. Oh, die haben ja echt aufgeholt. 4 Kills jetzt. Lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sag, dass Top, das Botlane tot ist. Was zur Hölle? Wie sie das auch immer hinbekommen haben, da noch lebendig rauszukommen und sogar noch einen Kill mitzunehmen. Toplane ist nicht gankable, ATN. Kann leider gar nichts machen. Das war sehr gut. Oh, der 6 Tower Damage, ne? Immer wieder eine Überraschung. Brauchen mich gar nicht mehr. Die Botlane geht richtig ab hier. Die Xayah.
Mist. Mist, 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 Mist. Boah, der Chaco-Damage, der ist echt... Ja, er spielt halt B-Chaco, ne? Muss auf jeden Fall besser farmen. Eve geht manchmal ziemlich merkwürdige Wege. Die will meinen Red Buff haben. Ich bin fast befürchtet. Naja. Das kann ich ihr schlecht verwehren, nachdem ich immer schon den Blue Buff hier nehme. Brauche mich nicht, dann pushe ich durch. Boah, heftig, heftig, heftig. Der Blue Buff zufällig da? Nein. Ich habe leider keine Ahnung, wann der Blue Buff wieder da ist. Also meine Jungle-Routen sind definitiv nicht ausgereift. Also da müsste ich theoretisch mal mich informieren, wie es da am besten ist. Am zeiteffizientesten. Vor allem muss man natürlich auch noch je nach Situation seine Dschungelrouten anpassen. Ah, oh, come on. Das reicht nicht. Ich bin in diesen offenen Kämpfen sowieso nicht so nützlich, also von daher... Kann ich jetzt auch gerade mal schön Split pushen. Obwohl Eve wirklich nicht die beste Split Pusherin ist. Das muss man ja wirklich so sagen.
ich habe echt kein Tower Damage, ne? What the fuck? Der Yasuo. Der geht ab wie Schmitzkatze. Ich würde vielleicht gegen den gewinnen, aber ich habe 3,3k Gold. Und jetzt gewinne ich nämlich auch im Lee, gegen den Lee mit Trinity und Armor und noch mehr Leben. Ja, also jetzt hat der Lee im One-on-One keine Schnitte gegen mich. Glaube ich, hoffe ich. An enemy has been slain from the darkness. Der Lee ist ganz schön tanky, ne? Mit seinem scheiß Hex. Ich mache den Tower jetzt auf jeden Fall erstmal weg. Weil der da echt im Weg steht. Oh, come on. Und das ist Wenderoad. GG. Gutes Spiel. Am Ende habe ich nicht mehr viel gemacht, weil... Ja, keine Ahnung. Meine Mates haben das auch ohne mich hinbekommen. Und in Teamfights ist Eve halt irgendwann auch nicht mehr ganz so nützlich. Vor allen Dingen, wenn ihr noch Items fehlen. Ich finde sie besonders stark halt beim Ganken am Anfang. Umso länger die Laning Phase, desto besser eigentlich für Eve. Finde ich persönlich.
Und wenn es dann später in die Teamfights geht, dann ja, wird's ein bisschen schwieriger. Aber auch da kann man immer noch den ADC killen, vor allen Dingen, wenn man dann erstmal Late Game ist und dann Full Build ist oder nahezu Full Build.